Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Deal With, der Serie hier auf dem Kanal, in der wir mit einem oder mehreren bestimmten Spielern den Gegner richtig auseinandernehmen wollen und somit erzeugen wollen, dass er nicht mit dieser bestimmten Karte dealen kann. Heute geht es, wie ihr im Titel und im Thumbnail bereits sehen könnt, um ein absolutes Gem, und zwar um den Kollegen Islam Slimani, die Second In von Version. Den gucken wir uns leider mal genauer an. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, 1000 Likes wären mega, mega nice. Und ich muss sagen, bevor ich das Team hier gleich enthülle, dass das Ganze auf einer Sache basiert, die ich momentan sehr aktiv mache, und zwar auf Foothead. Schaut auf jeden Fall mal vorbei, Link ist jetzt mal in der Videobeschreibung. Foothead.com/user/maxgamingtv. Ich baue momentan in der Schule, wenn ich Langeweile habe, unfassbar viele Teams, habe da quasi eine kleine Serie am Laufen, die heißt Randomized Hybridism. Müsst ihr euch auf jeden Fall angucken, wenn er Teams mögt oder wenn er auf Nolix Wasted Hybrid steht, denn genau das ist das, was ich da mache. BSG, Silber, Bronze, Gold, alles dabei, alle möglichen Spieler mal vertreten, und ich denke mal, das ist ganz cool, und ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut, mal ein paar Upvotes da lasst, wäre richtig nice. Wir spielen auf jeden Fall heute mit diesem Team hier, ihr seht schon, ihr habt eventuell schon erraten, wer welcher Spieler ist, aber es sieht in seiner kompletten Pracht so aus. Im Tor war Asenio, davor Musacho und Jesus, links Boulam, rechts Vergini, dann Dembele, Bentaleb und Philippe Melo, links Yassim Brahimi, davor Lamela und Islam Slimani, second in form. Der ist 1,88 groß, hoch Arbeitsraten, 74 Tempo, 85 Shooting, 89 Füße, 75 Dribbling. Ja, der algerische Ibrahimovic würde ein gewisser Swayback sagen. Leider nur 2 Sterne Skills, dafür 3 Sterne Weakfoot, was immer ganz okay ist. Ich muss noch einen Trainer aus der Barclays Premier League reinstellen, und zwar Brandon Rodgers, damit Kollege Lamela auf volle Chemie kommt. Aber die hat er jetzt, und damit können wir unseren Gegner suchen. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Gegner wurde gefunden, und zwar heißt die Mannschaft Kopie, und es ist ein Team um Ferreira, Carrasco in Form, mit Griezmann, mit Perisic, mit Guarin ohne volle Chemie, mit Bartra, mit Gaia, mit warum auch immer Shakhtar-Spielern, also Srna, klar, aber der braucht ja gar keinen, also eigentlich braucht Kovacic gar keinen Link. Könnte er sich theoretisch sparen, hätte nicht Rakitski benutzen müssen und Pjatov, aber gut, von mir aus gerne. Mal schauen, wie das laufen wird. Das ist bitter. Das ist das 1:0 durch Ferreira Carrasco. Da habe ich nicht wirklich gut ausgesehen hinten drin. Das war schwach verteidigt. Viel zu einfach. Aber gut, ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Warum ist das überhaupt passiert? Ja, hier geht er vorbei und dann die Grätsche zu spät. Ja gut. Ja, dummes Gegentor. Das war der erste ansatzweise gefährliche Abschluss. Also Slimani ist bisher noch nicht ein einziges Mal irgendwie aufgetaucht. Das Spiel ist am Rande der Bedeutungslosigkeit und auch komplett Spannungslosigkeit. Also das ist wirklich grauenhaft jetzt hier. Das ist fast so wie Real gerade gegen Shakhtar, tatsächlich noch ihre 4-0-Führung auf dem 4-3 ja quasi verschenkt. Wie auch, warum auch immer sie das gemacht haben, kann ich mir nicht so wirklich erklären. Ich meine, gut, wenn du gegen Trainer spielen willst, machst du es halt, ne? So, vielleicht erstmal eine Aktion von Slimani, wer weiß. Ein schlechter Pass, das ist natürlich super. Guckt euch das. Sobald der Ball bei Slimani ist, ist er weg. Jetzt mal Lamela. Das hat er gut gemacht, aber das bringt auch nichts. Na, da wird er mich gleich umgetreten. Ach Mann. Jetzt Bentaleb. Und das ist das 1:1. Da, wo normalerweise Slimani stehen müsste, steht Nabil Bentaleb. Und macht das Tor. Also das ist echt ein schreckliches Spiel bisher. Ich bin jetzt in letzter Zeit wirklich in FIFA, gerade in Ultimate Team, extrem, extrem viel besser geworden. Ich verliere quasi keine Spiele mehr. Aber das gerade ist totaler Rotz. Also es funktioniert nichts. Ich bin auch nicht gut gelaunt, muss man dazu sagen. Das hat aber andere Gründe. Und das ist wirklich hier gerade, naja. Aber gut, was willst du machen? Auch mit solchen Spielen musst du leben. Das war bisher die gefährlichste Aktion von Slimani. Und das, naja. Brauchen wir, glaube ich, nichts zu sagen. Weißt du, dann wird er da gefoult quasi, behält den Ball und verliert ihn dann beim Aufstehen. Das ist auch so, Lamela mit ganz viel Platz, gute Ballannahme. Oh mein Gott, es funktioniert einfach nichts, ne? Fast rangekommen, aber auch nur fast. Ich
Wie kann denn das kein Foul sein? Ey, das ist, weißt du, so ein kleiner Rempler ist sofort rote Karte und das ist nicht mal ein Foul. Komm, Slimani! Oh, ein Torschuss, Freunde. Dann fälsche ich den so ab, dass der noch reinfällt. Ey, Mann, das ist doch Beschiss. Wenn es nicht läuft, dann läuft es auch wirklich nicht, ne? Mann, ey. Ich hasse es. Vor allem, der fälscht den echt noch genauso. Aber, dann ist ja jetzt schön gewesen, ne? War nicht so geplant, war eigentlich in eine Kurzecke geplant, aber wäre trotzdem schön gewesen. Komm, Slimani, schraub dich mal hoch. Nicht mal das kann der, nicht mal. Egal, mein Einwurf. Bringt mir jetzt auch nicht viel. Ja, wirf ihn doch noch kürzer. Ich könnte brüllen. Ich bin so sauer. Ich bin so angepisst. Gerade das erste Spiel der Ewigkeiten, dass ich gegen so einen Bob verliere. Weißt du, gegen so einen komplett inkompetenten Spasti. Und nur weil meine Spieler meinen, sie müssten. Noch eins. Ja, hätte schlimmer kommen können. Aber wieder nicht volle Chemie. Wieder Abate ohne Chemie. Und ich glaube, dass das mir wieder den Arsch versohlen wird. Ich mag das einfach nicht. Das ist einfach scheiße. Einfach scheiße. Punkt. Gut geklärt, Dembele. Gut geklärt. Es ist ein Auftakt. Ui, das gibt's ja nicht. Der Troll Slim Shady macht mal den Real Slim Shady und trifft sogar ausnahmsweise mal. Das ist ja der Wahnsinn. War natürlich auch schön schnell gespielt. Ich hätte nicht gedacht, dass er da reinmacht, aber ja, mit der Außenrissschusstechnik quasi in die kurze Ecke und dann macht er immerhin seine Bude mal. Das ist ja schon mal schön. Ja, so viel dazu. Oh. Das ist echt zum Kotzen. Das wäre jetzt auch der Wahnsinn gewesen, wäre er da rangekommen. Ich glaube, Kopfbälle kann der gar nicht. Der hat zwar die Stats dafür, des Grauens dafür, aber ich glaube, du kannst du trotzdem nicht. Oh, der war gut. Der war ausnahmsweise mal gut. Ein Longshot von Slimani, aber jetzt ist wieder die Situation, dass ich wieder nicht weiß, was das wäre denn soll, ein Kopfball von Vergini. Der gefällt mir übrigens echt gut. Ich hätte gedacht, dass das der absolute Schwachpunkt in diesem Team ist, aber der ist in der Defensive bei weitem der stärkste. Was ist denn das schon wieder für eine Scheiße? Du hast dreimal den Ball und dann dreimal doch nicht. Was ist das für ein Pass, ey? Also, ich bin echt ein bisschen enttäuscht, weil ich muss ganz ehrlich sagen, du kannst den Typen echt nur, du musst den komplett freispielen, also auch komplett in der Hinsicht, dass er wirklich innerhalb von einem Radius von ungefähr 12 Metern keinen Gegenspieler hat, damit keiner rankommt, weil er wirklich so langsam ist, dazu so, also er sollte ja Körperstärke haben, aber das bringt ihm absolut gar nichts. Der ist dazu so ungelenkig, das macht einfach keinen Spaß, mit dem zu spielen. Eigentlich ja genau mein Stürmertyp, ich habe mich richtig gefreut, mit dem zu spielen, aber das ist alles andere als schön. Gutes Tackling, aber jetzt wieder mein Problem. Ich weiß nicht, wie ich mit diesem Team Tore erzielen soll. Mal ganz davon abgesehen, dass ich gerade sowieso nicht durchkomme. Jetzt hat der Ball auf Brahimi, geht auch in Seiten aus. Also Brahimi ist nicht schnell. Der ist aber auch nicht körperstark und nicht dribbelstark. Also der ist dribbelstark an sich, aber er verliert den Ball trotzdem andauernd. Weil Körperstärke einfach absolut nicht seine Stärke ist. Da gibt es auch Sinn. So, auf der anderen Seite Lamela, ja, dribbelstark, auch schnell, auch nicht wirklich. Und die haben halt auch beide einfach keinen vernünftigen Schuss, so wirklich. Also ich meine, Lamela kann vielleicht mal ein Rabona-Tor machen, aber mehr auch nicht. So, dann hast du in der Mitte den Slimani, der da steht. Ja, das war's, ne, der da steht. Das ist, weiß nicht. Als ob ich den in die Richtung gemacht hätte. Das ist auch so eine Sache, die ich einfach nicht verstehe. Warum macht er den in die Richtung? Kein Mensch, der bei klarem Verstand ist, würde da einen Roulette-Spin in diese Richtung machen. Und auch nicht drücken. Das ist schon eher die Richtung, die ich sehen will. Aber er kann wieder nicht schießen. Der hat halt keinen Abschluss. So, und Slimani steht scheiße. Da geht auch keiner in den Rückraum, dass ich ablegen könnte oder so. Nee, bloß nicht. Das wäre ja auch Schwachsinn, weil da könnte man ja ein Tor schießen. Slimani? Nee, natürlich nicht.
Doch, ja. Arm bringt dann aufs Tor. Wo läuft er überhaupt hin? Der läuft hinter den Gegner, dass er nicht angespielt werden kann. Ich meine, gut, er hat keine Ballkontrolle. Ist ja logisch, dass er den Ball nicht haben will dann unbedingt, ne? Aber trotzdem ergibt das doch einfach keinen Sinn. Jetzt, ja, oh, in den Rücken gespielt. Scheißpass. Egal, komm, Bentaleb. Auf den kannst du dich verlassen. Der ist nämlich cool. Nabil Bentaleb mit dem 1:2. Und den Führungstreffer. Wei, oh wei. Nee. Also ich bin echt nicht begeistert. Also ich habe gedacht, das Team könnte mir gefallen. Das ist eigentlich genau das, was ich haben möchte. Ne? Das solide Mittelfeldspieler, das ein guten Stürmer, das vernünftige Flügelspieler, aber die Flügelspieler gefallen mir nicht. Die sind langsam und die können nicht flanken und die können eigentlich gar nichts. Und dann der Stürmer, der kann irgendwie auch nichts und spielt alles nicht so. Vielleicht liegt es auch an Anweisungen oder so, die ich erst noch hätte machen müssen oder sonst was, aber ja, ist irgendwie nicht mein Team. Soll es auch geben. Ja, 2:2. Da kann man dann auch so viel gegen machen. Ich weiß echt nicht, was das ist. Ey, da ist kein Mensch in der Verteidigung. Warum nicht? Weißt du, der Computer kann doch mal einen Spieler einstellen. Das kann doch nicht so schwer sein. Ich verstehe das echt nicht. Weißt du, ein Spieler ist rausgezogen, wird da vernascht und es ist keiner irgendwie mal in der Mitte, der mal irgendwie einen Weg zustellen würde oder so. Und du kannst ja auch den Spieler nicht wechseln, der hinterherläuft. Das wäre ja total schwachsinnig. Also in der Hinsicht ist FIFA so ein Drecksgame, ne? Das ist unfassbar. Ja, dann steht ja auch noch der Schiedsrichter im Weg. Ich glaub's auch. Rage-Episode hier. Komm. Warum überhaupt mit rechts? Du bist Linksfuß, du Pappnase, ey. Mann. Helden aber so, dass er nur mit rechts spielen kann. Darf man dann auch reinmachen? Komm, komm! Weißt du, da könnte FIFA dann auch einfach mal automatisch schießen, weißt du? Weil selbst wenn du Schießen gedrückt hast, muss er den natürlich erst annehmen. Jeder normale... Was ist denn los? Jeder normale Mensch würde den Ball in der Situation natürlich erst annehmen, bevor man ihn ins Tor schießt. Ja, wäre auch Schwachsinn, den Spieler anzuspielen, den nicht gewählt. Nee. Komm, Slimani, jetzt beweg mal deinen fetten Arsch in der Mitte. Ja! Vergini ist torgefährlicher als Slimani. Slimani hat noch nicht ein Kopfballduell gewonnen. Hätte er einfach... Warum ist das übrigens kein Foul? Jeder Bullshit ist ein Foul und das nicht. Egal, aber warum hat er nicht den Roulette-Spin gemacht? Hätte er den gemacht, dann wäre das wahrscheinlich ein Tor gewesen. Jetzt Slimani... Wenn nichts klappt, dann klappt auch gar nichts. Bentaleb. Natürlich nicht. Ja. Ich werde euch vom Elfmeterschießen echt nur die Highlights zeigen, weil ich habe keinen Bock, das jetzt noch. So, Slimani. Rate mal. Unser Star der Episode trifft. Ui. Fang den doch, du Bastard, Alter. Mein Gott! Es kann doch nicht so schwer sein! Sag ich gar nichts mehr zu, Alter. So. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Juhu! Tolle Episode, Rage-Episode. Slimani ist eine richtige Gurke, Alter. Kauft euch den bloß nicht. Er kann ja absolut gar nichts, der Pisser. Pisser! So, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Rage-Episode muss doch mal wieder sein. Bis dann, haut rein und ciao. Dich fotze das gerade ich jetzt erstmal.